So, hier sind wir wieder. Mit einer Kiste im Schlepptau, von der ich keine Ahnung habe, wofür sie gut ist. Nimm sie jetzt mit. Jedenfalls weiß ich, dass ich mit dieser Kiste nicht die Pegasus-Stiefel benutzen kann, weil sonst bleibt sie stehen. Ja. Gut, das heißt, erstmal nicht viel. Gucken, ob wir sie in die Lichtwelt mitnehmen können. Ja, können wir. Hier wollte ich eh hin, weil irgendwo hier sollen wir noch die Ocarina abgeben oder so in der Art. Dann bleib halt da. Ich weiß eh nicht, wie ich dich aufkrieg. So, Schnarch, Nacht, du vielleicht. Die Hübsche, ja, die habe ich gesehen, sehr hübsch. Schick die Frau am Wasserfall, ja, die haben wir schon. Also irgendwo müssen wir noch... Und die Kiste ist weg, richtig? Ey, sie ist sogar noch da, wow. Stirb. So. Ja. Auch nix. Ja, bleib halt da, Kiste. Tschüss, Kiste. Irgendjemand muss doch hier einen Tipp für mich haben, was ich mit der Ocarina hier machen muss. Vielleicht das Huhn. Nein, hier waren wir aber schon. Entweder gab es hier Rubin oder ein Herzteil. Keine Ahnung. Vielleicht hier. Okay, den Briefkasten kann er nicht lesen. Hier gibt's auch nichts. Ein leerstehendes Haus mit Briefkasten. Genau. Wie realistisch. Dann... Hier waren wir, glaube ich, auch schon drin. Was ist hier mit Kakariko los, Mensch? Ist alles kaputt? Keiner wohnt mehr hier. Bitte rette unser Dorf. Ja, ich bin ja dabei, aber ich möchte erst wissen, wem ich hier quasi einen flöten soll. So, dann da rein. Nein, auch nicht. Ich spiele jetzt einfach überall in der Stadt. So. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich hier spielen soll. Hier, du bist wach. Ja, aber nicht von dem Flötengesang. So, Moment. Waren wir da schon drin? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich auch ein Leer. Ja, Moment. Hier waren wir. Stimmt. So. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin, in dem Hühnerstall. Ach, genau. Wo sonst, wenn nicht hier? So, komm mit, Huhn. Da unten war nichts. Ja. Da war die Taverne. Hier komme ich nicht raus. Ich habe auch vergessen, wo ich die Kiste abgelegt habe, weil es hier der komische Mensch, der am Schlafen war. Nein. Sehr herzlich willkommen. Früher lebte im Dorf ein Junge, der mit Flöte mit Tieren sprechen konnte. Mit seinem zahmen Vogel, der ihn überall flöte, streift er das Land. Sicher hatte er seine Flöte magische Kräfte. Mit seinem Vogel. Moment. Vogel habe ich gesehen. Und zwar... hier. Aha. Ja, könntest du jetzt aufhören, dieses komische, beschissene Lied zu spielen? Und nichts. Doch, es passiert doch was. Eine Ente! Die einfach über unserem Kopf herumfliegt. Tschüss, Ente. Hallo, Kiste. Das bringt mir gar nichts. Es bringt mir doch was. Okay. Ah, ich glaube... Haben wir die Kiste noch? Not. Ich habe eine Idee. Und ich wette, sie klappt nicht. Und ich wollte den Vogel nicht rufen, wenn der mich jetzt hier abholt. Lass mich in Ruhe, Vogel. Weil einer
irgendjemand hier im Spiel hat gesagt, dass der Typ, der hier sitzt oder eigentlich gar keine wirkliche Bedeutung hat, früher mal zu einer Diebesbande gehört hat. Weil ich weiß nicht, wie ich sie sonst aufkriegen soll. Und bevor er mir dann wieder sagt, du kannst hier nicht rein, solange ich an dir klebe. Und wenn der es auch nicht macht, dann ist es mir scheißegal. Du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet, wie keiner. Na gut, ich öffne dir eine Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Ich würde es ja zu gerne. Naja, okay. Eine Flasche. Das ist, glaube ich, unsere letzte. Eine magische Flasche, genau. Cool. Es bringt sogar doch was, wenn man mal die Texte durchliest, die hier, ne, erscheinen. Nee, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. So. Tschüss. Nimm mich mit. Er hat mich vergessen. Vogel, komm her. So, der fünfte Palast war da, wo jetzt die 8 ist. Und selbst wenn er da nicht wäre, ich gehe was gucken. Hier schon wieder Krabbis und Kinglas oder was ist, wie sie nicht alle heißen. Aha. Mal schauen. Verdiene Rubine, indem du Gegner Bumerang lähmst und dann. Jo, alles klar. Dann gibt es einen sagenhaften Rubin für. Dann mache ich es lieber auf Glücksspiel und betäube sie nicht. Und hoffe dann, dass ich mal 5 oder 20 Rubine kriege. Ach, hört sich schon wieder sehr nach Fee an. Natürlich, was auch sonst. Wenn nicht eine Fee, bei der Musik. Okay. Eine Kiste. Und die Seite konnten wir aufsprengen. So. Tschüss, Krabi. Genau, du kannst nicht übertreffen. Und noch ein Zepter. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Ich glaube, das war's, was mit Schatz vom Hylia-See gemeint war. So. Und bevor ich mich jetzt an den fünften Palast gebe, mache ich mich auf zum sechsten Palast. Und warum? Weil auch hier gesagt wurde, den soll ich zuerst machen. Das könnte leichter für mich werden. So, mal schauen. Wow. Wieder Würmer. Und hier müssen wir scheinbar ein Medaillon benutzen. Und zwar das hier. Scheinbar doch nicht. Scheinbar doch. Und der Tempel tut sich auf. Vielen Dank. So. Obwohl. Nee, ich benutze lieber wieder den Bumerang. Okay, benutze ich doch den Enterhaken. Einmal darüber, bitte. Tentakelwesen, der aus dem ersten Palast. Und Zauberer. Und nein. Nee, ich habe wieder diese Statuen. Mit denen habe ich gar keine guten Erfahrungen gemacht. Genau deswegen. Alles klar. Die Uhr sagt, Daniel, du hast noch ein paar Minuten Zeit, um geistigen Dünnschiss zu erzählen. Moment, da hoch will ich. Okay, da kommt. Ah! Da komme ich noch nicht hin. Dann halt hier lang. Da runter. Da oben war nämlich die Truhe. Okay, überredet, ich gehe doch erst nach rechts. So. Ui! Ah! Ja, super. Ohne Schlüssel bringt das rein. Null. Oh, darüber komme ich auch nicht. Alles klar. Wir wissen jedenfalls, wo die große Truhe ist. Und ich mache hier im nächsten Part weiter. Also bis gleich.